AT&S verbindet Menschen. Es ermöglicht ihnen täglich die Kommunikation über Smartphones aufrechtzuerhalten. Sie können über Mobile-Home-Anwendungen ihren Haushalt organisieren. Sie können über Mobilitätslösungen mit ihrem Auto kommunizieren und vielleicht in Zukunft sogar autonom fahren. Das Produktportfolio von AT&S einerseits definiert sich über einzelne Marktsegmente. Das heißt, wir sind sowohl in den ganzen Kommunikations-, Computer-, Consumer-Bereich als auch im Automotiv-, Industriesegment und Medizintechnik. Das Produkt der AT&S per se ist eigentlich eine Leiterplatte. Eine Leiterplatte ist das Verbindungselement der elektronischen Komponenten. Man kann auch sagen, eigentlich das Nervenzentrum eines elektronischen Gerätes. Die Erfolgsstory der AT&S, ich denke, sie basiert darauf, dass wir über die letzten zumindest 10 Jahre kontinuierlich ein signifikantes Wachstum hatten, die letzten 5 Jahre durchschnittlich von über 12%. Wir haben ein international aufgestelltes Geschäft in einer Industrie, die sehr dynamisch ist, die sich sehr stark entwickelt. Und unsere Position ist damit definiert, dass wir einerseits einer der Technologieführer weltweit in unserer Industrie sind und andererseits stolz sein können, große, wichtige internationale Kunden in unser Portfolio aufgenommen zu haben. Also die regionale Umsatzaufteilung der AT&S ist ein Schwerpunkt in den USA mit über 65%. Des Weiteren haben wir natürlich ein gewisses Exposure in China und Restasien und traditionell aus dem Automotiv- und Industriegeschäft auch noch in Europa. Das halbe Jahr der AT&S in diesem Geschäft war ein extrem erfolgreiches. Wir haben sozusagen ein All-Time-High im Umsatz mit 517 Millionen Euro und ebenso eine noch erfolgreichere Situation bei der EBITDA-Marge von nahezu 27%. Die AT&S befindet sich jetzt seit circa 3-4 Jahren in einer, wir nennen es Transformationsphase. Die haben wir eingeleitet mit dem Einstieg in das Geschäft mit sogenannten IC-Substraten. Dort beliefern wir die Halbleiterindustrie, dort beliefern wir Applikationen, Produkte wie Mikroprozessoren. Das führt uns jetzt weiter und wir nennen das Ganze, die AT&S wird in Zukunft ein Interconnect Solution Provider sein, also weg vom reinen Produktionsdienstleister zum Lösungsanbieter für Verbindungslösungen in der Elektronikindustrie. AT&S steht für Innovation, für Technologieführerschaft und als verlässlicher Partner unserer Kunden.